Wir sind hier in Doroschuk, dem Grenzübergang, im nördlichsten Teil der an die Ukraine grenzt, unweit von Belarus. Und hier kommen Tag und Nacht Menschen an, die Schutz suchen aus der Ukraine. Viele kommen zu Fuß, haben wir uns jetzt hier sagen lassen. Es ist ein sehr kleiner Grenzübergang. Es ist sehr unübersichtlich, aber trotzdem alles organisiert. Den Menschen wird sofort geholfen. Viele Freiwillige, die helfen und alles geben, um den Menschen hier die erste Hilfe zukommen zu lassen. Das ist sehr bewegend. Und ja, wir sehen ja selbst, was sich hier abspielt.